Eigentlich wollten sich Silvia Wolny und Sohn Jeremy Pascal nur bei einem Livestream aussprechen. Doch dann zog ein fieser Shitstorm auf. Familie Wolny sorgt mal wieder für Schlagzeilen. In letzter Zeit schoss Tochter Kalanta, 23, immer wieder gegen ihre Mutter und ihren Bruder. Dafür haben sich jetzt Silvia, 59, und Jeremy Pascal, 27, bei einem TikTok-Livestream ausgesprochen, doch das sorgte für Aufruhr bei den Fans. Die Wolny-Fans sind entsetzt. Nachdem Silvia sich aus gesundheitlichen Gründen für einige Zeit zurückzog, meldete sie sich kürzlich wieder zurück. Nach langer Zeit seht ihr mich morgen um 20 Uhr bei TikTok mit Jeremy Pascal, kündigte die TV-Mutti auf Instagram an und verwendete ausgerechnet ein Bild von Kalantas Tochter Kataleya, die sie vor einiger Zeit adoptiert hat. Wieso muss man dieses Foto auswählen und keins von euch beiden? Schimpfte ein User. Ein anderer schrieb knallhart: Ich mag ja die Wolnys sehr gerne, aber ein Foto von Kataleya posten, um zu verkünden, dass man mit dem Sohn live geht, wo man genau weiß, dass Probleme zwischen Jeremy und Kalanta herrschen, finde ich dann doch etwas respektlos. Es geht niemanden was an, was im Hintergrund der Familie passiert, aber jedes andere Foto eventuell von Silvia und Jeremy selbst hätte doch gereicht. Doch der Livestream fand trotz des Gegenwinds statt. Du warst ein paar Jahre aus unserem Leben raus. Man hat sich ausgesprochen, erzählte das Wolny-Oberhaupt. Vor rund einem Jahr hat sich das Blatt gewendet. Mittlerweile hätte Jeremy Pascal wieder regelmäßigen Kontakt mit seiner Mutter und seinen Geschwistern. Nur Kalanta ist gar nicht mehr gut auf ihre Familie zu sprechen.